im Prinzip haben wir von der Ortsgemeinde relativ früh angefangen, das Heft in die Hand zu nehmen. Das läuft ja dann ein bisschen parallel zur normalen Nachbarschaftshilfe, wo sich die Leute untereinander organisieren. Wir haben das ein bisschen zentral gesteuert oder steuern wollen und haben uns überlegt, wir bieten einen Einkaufsservice an für Leute, die halt zu den Risikogruppen gehören. Wer dazu gehört, ist ja bekannt. Und bieten an, wer keine Nachbarn hat, die ihm helfen können, oder Familienangehörige, die helfen können, die können sich an uns wenden. Und das ist eigentlich, der Gedanke ist schon recht früh geboren, das war schon Mitte März. Und wir haben dann angefangen zu organisieren. Ich habe einen Aufruf auf der Homepage geschaltet und im Amtsblatt. Und es haben sich innerhalb von 8 Tagen 18 junge Leute gemeldet, die bereit waren, bei dem Einkaufsservice Hilfestellung zu leisten und als Fahrer tätig zu werden. Das war also enorm. War sehr schön zu sehen, dass auch hier Leute bereit sind, wirklich zu helfen. Und das Ganze ist gestartet am 23.03. durchorganisiert. Also der Ablauf ist auch klar. Die Leute melden sich an den 2 Tagen, die wir vorgesehen haben, das ist Montag und Freitag, zwischen 10 und 11 bei 4 Kontaktpersonen, die wir benannt haben mit Telefonnummern, und können sich anmelden. Das wird weitergegeben an den jeweiligen Fahrer, der für diesen Tag eingetragen ist. Der fährt dann zu den Leuten, kriegt einen Einkaufszettel, einen Einkaufskorb und das Geld. Also in etwa die Summe, die dazugehört. Und er tätigt dann die Einkäufe in den Geschäften der Nachbarorte und bringt das am gleichen Tag, nachmittags oder abends, dann zu den Leuten mit der Quittung, mit dem Rückgeld und den eingekauften Sachen, sofern sie erhältlich waren. Im Prinzip ist der Gedanke in Bezug auf Maskennähen kurze Zeit später schon entstanden, als das mit der Krise immer virulenter wurde und man ja allerorten gehört hat, Masken sind nicht erhältlich. Und insofern haben wir dann gedacht, das wäre vielleicht ein Punkt, wo wir auch als Ortsgemeinde tätig werden können. Ich habe dann die Patchwork-Gruppe angesprochen. Das ist eine Gruppe von 5 Frauen, die sich sonst auch regelmäßig trifft, um Näharbeiten zu machen, also in erster Linie halt Patchwork-Arbeiten, ob sie dazu bereit wären. Und die waren sofort dazu bereit. Es sind also 4 Frauen, die nähen. Es läuft über die Organisatorin, die Frau Emmy Löhr, die Zuschneidearbeiten macht, und dann werden die vorgeschnittenen Muster im Prinzip mit Material an 3 Frauen weitergegeben, die nähen zu Hause, und wir haben einen Fahrservice installiert, der holt dann, wenn die Rückmeldung kommt, Masken sind fertig, holt bei allen Frauen die Masken ab, bringt die zu mir und ich übernehme dann wieder diese Verteilung an die Leute, die nachgefragt haben. Dieses spontane irgendwo hingehen ist natürlich auch nicht mehr möglich, aber ich denke, im Großen und Ganzen sind wir hier auf dem Land auch ein bisschen privilegiert. Wir haben immer noch die Möglichkeit, rauszugehen, in die Natur rauszugehen, spazieren zu gehen. Die meisten von uns haben natürlich auch einen Garten und können sich da betätigen. Über den Zaun mit den Nachbarn vielleicht auch das eine oder andere Wort noch reden. Insofern denke ich, fällt es auch uns hier ein bisschen leichter als den Leuten in der Stadt, die zum Teil wirklich in schwierigen Verhältnissen leben müssen durch diese Einschränkungen. Gut, das brauche ich ja nicht näher auszuführen. Ich denke, das weiß jeder.